Hallo und willkommen zu einem neuen Canopy Growth Update. Ja, gestern gab es keins, ist auch nicht viel passiert. Ich wollte jetzt heute mit euch mal hier so ein bisschen spekulieren, wie sich diese Struktur noch weiter ausbauen kann hier bei Canopy Growth. Ist nämlich ein bisschen schwierig, was jetzt hier oben passiert. Bis jetzt war es relativ, ja, nicht eindeutig, aber das war hier relativ klar, eine Welle 3. Vielleicht war die auch hier fertig. Was jetzt halt hier ist, ist ein bisschen schwierig. Da wollte ich einfach mit euch mal die verschiedenen Möglichkeiten und Szenarien durchgehen, die ich jetzt hier sehe bei Canopy Growth. Einfach mal hier auf dem 1-Stunden-Chart, weil das doch relativ viele von euch interessiert. Bevor wir das allerdings machen, noch ganz kurz mal rausgezoomt, nochmal auf dem übergeordneten Timeframe die beiden Möglichkeiten besprochen, ja, die es hier eigentlich gibt. Erstmal, die lange Abwärtsbewegung hat angefangen 2021. Wir haben auf dem übergeordneten Timeframe mal rausgezoomt. Fünf Wellen nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt hier ein größerer Boden ausgebaut wurde und wir eben in der Bewegung nach oben ja schon sind. Das kann man eben jetzt nur noch nicht bestätigen. Dafür bräuchte ich eine klare 1-2-Struktur. Kann schon sein, dass er uns nicht eine tiefe Welle 2 gibt, wenn das der Fall ist. Darauf wollen wir halt vorbereitet sein, ja. Und wir hatten ja auf diesem Kanal bereits zwei mögliche Trendwendezonen, sage ich mal. Muss man vorsichtig sein, ob das jetzt Einstiege sind. Man kann die halt nutzen. Nur bis jetzt gab es noch nicht so, dass ich würde sagen, 5-Sterne-Setup, was man gerne sehen will als Elliott Wave Trader. Aber es gab natürlich schon Zonen, wo wir gesagt haben, der soll da reinlaufen und wieder raus. Das hat er auch gemacht in dieser Bewegung nach oben. Das werdet ihr wissen, wenn ihr die letzten Videos geschaut habt. Muss aber dann jeder für sich entscheiden, wie viel Risiko will man denn jetzt annehmen. Und wir versuchen jetzt mal realistische Unterstützungszonen auf den Chart zu bringen. In dem Szenario, in dem eben der Boden schon ausgebaut wurde. Ich selber bin da noch skeptisch, aber es hängt halt jetzt davon ab, wie sich der Chart natürlich entwickelt. Also solange wir über Unterstützungen sitzen, ja, oder uns oberhalb von Unterstützungen befinden, ist natürlich jetzt kein neues Tief angedacht. Aber ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich halte es noch für sehr wahrscheinlich, dass wir noch ein weiteres Tief bekommen. Das hängt aber davon ab, wie der Chart im nächsten Rücksetzer sich verhält. Wenn der nächste Rücksetzer korrektiv ist, dann soll es weiter nach oben gehen. Dann haben wir eine 1-2-Struktur und er soll weiter nach oben gehen, quasi so, dass man sagt, okay, der Boden war wirklich hier drin im März, ja. Wir haben hier einen Fünfteiler nach oben als Welle 1, dann kommt die Welle 2. Das ist eine dreiteilige Korrektur. Und er soll dann weiter nach oben laufen in der Welle 3, dann haben wir einen Fünfteiler. Ja, und dann kann er durchaus in den Bereich 30, $40 laufen. Das werden wir uns dann nochmal anschauen, wenn das soweit ist. Aber aktuell ist es halt so, dass es durchaus sein kann, dass die Bewegung zwischen Juli 23 und September als ABC-Struktur nur eine Welle A war in Blau. Die Bewegung nach unten war nämlich auch dreiteilig. Das kann eine überschießende B-Welle gewesen sein nach unten. Und er macht jetzt die C-Welle. Aber selbst in diesem Szenario, in der blauen Struktur, da gäbe es dann noch ein weiteres Tief. Hätte ich eigentlich gern, dass der noch an die $15,50 läuft. Und da sehe ich bis jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Das ist ja diese 100% Extension. Das ist so ein Idealziel für eine Welle C, der Welle 4 in diesem Fall. Warum ist das ein Idealziel? Naja, ganz einfach, weil es die 100% Extension der Welle A ist und das ist einfach häufig eine Bewegung, die eine Welle C macht. Muss nicht sein, ja. Wir bewegen uns halt hier in einem Raum von Wahrscheinlichkeiten. Dazu muss man eben dann die Wellenstruktur nutzen und die relevanten Unterstützungen, um zu sehen, ob der vielleicht schon vorher bricht. Schon jetzt könnte diese ABC-Struktur fertig sein, aber wir sehen noch keine Beweise dafür. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt noch wahrscheinlich, dass es noch ein weiteres Tief gibt. Okay, aber wir wollen dem gelben Szenario die Chance geben und wollen jetzt nochmal darüber sprechen, was die relevanten Strukturen hier sein könnten. Weil es ist jetzt nicht ganz einfach. Also, ich habe mir jetzt, das hier sieht schwierig aus, was er jetzt halt hier macht. Ja, also, wir hatten ja im letzten Video besprochen, dass wir jetzt hier wahrscheinlich einen Fünfteiler noch nicht ganz ausgebaut haben. In einer Impulsstruktur, meiner Meinung nach, haben wir das auch nicht. Deswegen wäre da eigentlich noch weiter eine Trendfortsetzung befürwortet. Hier nochmal die Info, die gelbe Struktur, die ja die bullische ist, und die blaue, die ja danach nach dieser Rallye eben komplett abverkaufen soll, in der Mikrostruktur sind die gleich. Also da müssen wir jetzt erstmal nicht trennen. Erstmal jetzt über die Strukturen sprechen. Also die Bewegung nach oben kann schon fünfteilig sein.
Was die Fibonacci-Extensionen angeht, alles okay, hat er alles erfüllt, ja. Zum Beispiel in der Welle 3 ist mindestens mal das 1,38er Extensionsniveau angelaufen. Das sind so die Sachen, die ich sehen will, ja, sogar höher, ja. Und die Welle 5 dann ja auch lang genug und so. Aber ihr seht es hier, die Unterstrukturen sind dreiteilig. Das heißt, ich kann das hier als führende Diagonale sehen. Ich habe das jetzt mal als Alternative 1 hinterlegt. Das heißt, wenn das so ist, dann könnten wir schon in der Welle 2 sein. Das sieht aber aktuell ein bisschen schwierig aus, weil wir haben überhaupt keinen Hinweis dafür, ja, dass der jetzt hier irgendwie eine ABC macht oder so. Es ist natürlich möglich, dass das die A war. Der hat hier eine überschießende B gemacht. Ja, aber wo ist denn jetzt die C? Die ist noch nicht wirklich stark genug. Da kann man aber auch sagen, okay, wenn er das macht, dann wäre das halt eine sogenannte Flat-Struktur. Und wenn es so ist, dass die B-Welle überschießt, muss ja die C nicht mehr unter der A sein. Dann können wir auch so ein Ziel berechnen für die C. Und der Zielbereich, der liegt dann zwischen dem 100% Extensionsniveau und dem, ja, vielleicht dem 161,8er. Ups, Moment, das muss ich jetzt doch nochmal anpassen hier. So, und das ist erstmal so ein Bereich, der von Interesse ist, vielleicht für die C-Welle. Ihr seht, das fängt bei 8,35 an, geht bis an die 6,82. Das wäre jetzt ein Szenario, wo man sagt, okay, alternativ ist das vielleicht hier die 1. Das kann man jetzt auch farblich nochmal anders darstellen. 1 und dann ist das hier die Alt-2. Das machen wir jetzt mal anders. Da machen wir nämlich mal hier eine Alt-2 rein, dass wir jetzt mal so die Szenarien hier auf den Chart bekommen. Alt-2. So, das ist aber die weiße Struktur. Dass wir das schon mal so gecaptured haben hier. Das können wir auch mal auf dem Chart lassen. Dann in weiß, das ist jetzt mal so die Idee, dass wir hier in der bullischen Struktur direkt von hier eskalieren könnten. Er muss aber dann die 6,82 eigentlich halten. So, jetzt ist aber dann möglich, dass ich eben das anders zähle. Das war die Zählung von den letzten Videos. 3, 4, 5. Ob hier oben das Top drin ist. Das würde jetzt erstmal nicht viel Unterschied machen. Würde ich jetzt erstmal so nicht unbedingt weiter verfolgen, weil er sieht mir noch nicht so aus, als ob er wirklich ein größeres Top drin hat. Bis jetzt zumindest nicht. Da muss man vielleicht noch ein bisschen flexibel bleiben. Jetzt geht es halt darum, was kann es denn noch sein? Weil irgendwie kommt er nicht so wirklich runter. Das heißt, es ist ja schon eher jetzt mal ein Anzeichen dafür, dass er eigentlich direkt weiter nach oben laufen will. Das ist nicht so ganz einfach. Man könnte jetzt sagen, ich habe so ein bisschen jetzt mal Gedankenspiele, ist das vielleicht noch die 4 und er macht dann noch die 5? Ist das möglich? Ich würde das hinhauen von der Mikrostruktur. Weil das sieht mir irgendwie wie eine Welle 4 aus, muss ich ehrlich sagen. Dann wäre das halt eine 1-2 gewesen. Wäre das hier vielleicht auch nochmal eine 1-2 gewesen. Dann haben wir hier noch eine kleine 1, 2, 3, 4, 5. Hier die 3. Dann war das vielleicht eine A, B, C, 4, 5. Vielleicht, ja. Deswegen, dann könnte das eine 4 sein und er macht noch eine Welle 5 nach oben. Würde ich gar nicht ausschließen. Dann können wir anhand dieser Struktur noch zusätzlich zu dieser Unterstützungszone noch eine weitere definieren. Die lässt dann ein bisschen mehr Platz, aber gar nicht viel mehr. Ist gar nicht schlecht. Dann ist das nämlich, das ist jetzt interessant, weil ihr seht, der hat schon auf das 23,6er Fibonacci-Niveau reagiert. Was ja für so eine Welle 4 durchaus relevant ist. Aber das finde ich interessant. Das könnte sein, dass das halt die 4 ist. Dann wäre halt, mir gefällt halt so die Struktur hier nicht ganz so. Aber kann schon sein, dass das hier eine interne 4 war. Vielleicht auch als Running Flat. Ja, durchaus möglich, dann wäre das jetzt eine 4. Das sieht mir irgendwie nach einer 4 aus, nicht so nach einer 2, aber kann da auch falsch liegen. Das ist natürlich, Mikrostrukturanalyse ist immer so eine Sache, ne? Aber damit haben wir doch schon mal einen Unterstützungsbereich, mit dem man arbeiten kann, oder? Hätten wir nämlich jetzt hier Unterstützung zwischen 8,62 und 6,23 und haben einen zusätzlichen Unterstützungsbereich zwischen 8,35 und 6,82, auf den wir schauen können. Und dann ist es halt so, dass oftmals ja dann halt noch eine 5 hier nach oben läuft und vielleicht sogar dann in der blauen Struktur die 100% Extension abholt bei $15,50. Das ist jetzt erstmal so das, was ich weiter verfolgen würde. Wenn wir unter die $6,23 brechen, könnte man ihm noch
die Chance einräumen, dass er vielleicht in der Welle 2 ist. Ja, das müssen wir dann beobachten. Dann wäre halt, das mache ich nochmal so als Linie im Sand auf den Chart, nur mal eine Unterstützung, die dann halt noch in Frage käme. Das ist dann da unten einfach das 78,6er Fibonacci-Niveau. Wenn es da drunter geht, dann sind wir vermutlich bärisch. Man sagt hier, wenn er da runterfällt, dann sind wir ja 3,75 Dollar. Dann geht es nochmal auf ganz neue Tiefs. Aber bis jetzt ist das jetzt erstmal so eine Möglichkeit. Ihr wisst ja, von Anfang an habe ich gesagt, die 15,50 Dollar sind so, gerade auch in der blauen Struktur, so ein Idealziel. Nicht unbedingt das, ja, das Ziel, wo dann eben auch die Bewegung vorbei ist, aber das ist schon so ein Idealziel, die 100%ige Extension. Man muss halt nochmal sehen, dass er einmal hier unter dem 78,6er Extensionsniveau konsolidiert. Das ist natürlich ein Widerstand, da muss er drüber. Und dann aber auch, wir haben ja hier diese Keilstruktur, diese Trendlinie. Da scheint er halt drüber zu wollen. Und das wäre halt auch nochmal bullisch, könnte uns erstmal in Richtung 15,50 Dollar treiben. Aber nicht verwirren lassen, ja, also auch in der blauen Struktur ist das ja nur das erste Idealziel, die 1,236 Extension durchaus realistisch, 23,30 Dollar und dann vielleicht sogar die 30 Dollar, halte ich für ein bisschen Stretch-Target, also optimistisch, aber das ist jetzt erstmal so das, womit ich, womit ich jetzt erstmal so starten würde hier, nach so einer kleinen Revision der Mikrostruktur, wurde ja nichts invalidiert, aber man muss ja immer auch die Mikrostrukturen anpassen. Und ich halte eigentlich die gelbe Struktur, so wie sie jetzt auf dem Chart ist, für sehr wahrscheinlich. Jo, ich halte euch auf dem Laufenden zu CGC. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst ein Like da, Abo und einen Kommentar. Bis dann. Ciao, ciao.